Ich freue mich sehr, dass viele Leute gekommen sind wie letztes Jahr und es ist ein sehr schönes Gefühl, dass der Film jetzt auf die große Leinwand kommt. Ich fühle mich toll, ich freue mich auf den Film, ich finde es schön, dass hier so viel los ist. Es macht Spaß, hier zu sein in Köln, hier die Premiere zu erleben und es ist toll, mit dem ganzen Filmteam wieder hier zusammenzukommen. An den Kindern sieht man, was so alles passiert ist in dem einen Jahr, weil die sich unglaublich rasant weiterentwickelt haben und ich bin total froh, heute wieder hier zu sein. Wir sind jetzt alle eine Familie, wir kennen uns auswendig. Wir sind ziemlich zusammengewachsen, wir verstehen uns alle super gut. Haben uns jetzt lange nicht gesehen, ich freue mich total, die alle wiederzusehen. Nur zusammen können wir alle. Wendy wird älter, das heißt, kommt in Pubertätsnähe, das heißt, noch undefiniert ist auch ein Junge irgendwie im Spiel, der natürlich auch reitet. Ein neues Pferd, eine neue Person und dementsprechend auch neue Punkte in der Geschichte, so Freuden und Konflikte. Ulle ist schauspielerisch ein enormes Talent und sehr, sehr professionell. Also das ist super und ich fand es auch beeindruckend, wie sehr sie bereit war zu trainieren. Sie ist wirklich ein ganz tolles Mädchen. Ein großartiger Familienfilm mit viel Herz und viel Spannung und schönen Bildern. Großes Feuerwerk. Ein Wechselbad der Gefühle. Es gibt ganz viele dramatische Szenen. Es gibt ganz viele tolle Pferdeszenen. Wenn Sie aus dem Film rausgehen, werden Sie wissen, wie wichtig Freundschaft ist und wie toll eine Freundschaft ist. Herzlich willkommen zur Weltpremiere von Wendy 2. Oma. Nelope, das ist Dixie. Ihr werdet sicher schnell Freunde. Muss nicht eifersüchtig sein, Dicker. Hat euch der Film gefallen? Unser Regisseur, Hanno Euler. Vielen, vielen Dank. Hallo. Schön, dass ihr alle da wart. Und Maren Kräumer, Jasmin Gerard und Benjamin Sarra. Könnt ihr mit den Füßen trampeln, dabei klatschen und ihren Namen rufen? Wendy! Auf die Bühne bitte! Unser Wendy, Jule Herrmann! Die Welt liegt da zu unseren Füßen. Ich habe ein riesen Grinsen im Gesicht. Der zweite Teil von Wendy ist richtig, richtig gut geworden. Das Freundschaft für immer. Es war halt einfach genau auch im Film. Und ich fand ihn richtig schön, traurig. Also mir kamen zweimal auch fast voll die Tränen. Ich fand den sehr spannend und auch lustig zu sehen. Also ich fand den sehr toll. Tolle Bilder, tolle Emotionen und wirklich ganz toll gespielt, auch von den Schauspielern.